Moin moin liebe Zockerfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Tanks. Natürlich mit dabei der Sascha. Hallöchen. Und der Helge. Moin. Wir sind mal wieder im Zug unterwegs auf der Wintermap Himmelsdorf. Siegchance 74%, das sagt gar nichts. Das habe ich ja auch in den letzten Folgen schon immer wieder erwähnt. Und in der letzten Folge hat man das ja sogar gesehen, in dem letzten Match, 10er Match. Wir hatten eine 28% Chance to win, also Siegchance, und wir haben das trotzdem gewinnt. Ja, Gewindebohrer. Ja. Okay. Na dann. Irgendjemand eine Idee? Ballhausenhill. Nee. Also ihr? Also. Komm, ja. Neuerling. Was willst du? Wie vor Dreier. Dreier? Komm, wir bleiben zusammen. Heavy stay together. Kannst aber auch weiterfahren. Achso, ich dachte, du hältst den anderen gerade auf. Wollte ich gerade. Oh, die achte Linie ist ziemlich free, ne? Ja, Uni ist da. Uni. Das Gute an der Map ist, hier kann man nicht durch Ertrinken. Ertrinken. Mhm. Sondern die kann man nur durch Fallschaden zu Tode bringen. Fallschaden? Das sind schon welche von oben von der Klippe runtergesprungen bei der Burg da. Mal da mit hin, oder? Ein Schwanzgelopp bei der da. Im Schweinsgalopp. Ja. Der Leo lenkt jetzt ab. Mano. Geht das jetzt weiter mit dem Nicht-Treffen? Sich da nichts der Mann. Nö, ich warte jetzt, bis die anderen so vorgefahren sind. Echt? Jo, hier, der gute Lex, bitte die einseitig oder an. Schon wieder nicht durch. Er fährt vor. Ja. Ach, ziemlich zerlegt. Also schon, du machst das doch unten gegen drei Panzer, ja, ne? Ja, locker. Ah, Kante reißt das jetzt drauf. Brauche ich mal. Oh, ups. Na, warte mal. Bin ich nachgeladen, hä? Emil. Ist ja der Stufe Emil weg. So oben auf die Klippe, ne? Emil links, ne? Emil! Hab ich vergessen, oder was? Ich dachte, der ist weg gewesen. Ich dachte, gut, er fährt nicht vor, er steht Emil noch und jetzt fährt er eben los. Boah, da biegt er ab, du. Hat er Schuhe gesehen, oder? Wahrscheinlich. Schuhe. Schuhe.
Ich ganz oben rechts in seinen Turm reingedrückt. Lustig. Oh. War ein Traummatch für den Uni, ne? Ohne Scheiß, ey. 5er-6er-Match. Der erste 3 Down. Wohl, geh campen. Gucken, ob der Uni da runterkommt, dann. Die Artie. Das ist eigentlich schon die große Knifte von der Aal, ja, ne? Ja. Ich glaube sogar, das Ding ist auf der 50-100 auch. Ja? Mhm. Ist die 90 oder 100 mm Knifte? Kann ich dir von hier aus nicht sagen. Ich muss dir nachmessen. Okay, hol mal dein Messgerät raus aus der Hose. Messschiebe. Viel Messe, zu klein. Messgerät geht aus Ruhe. Wir haben gewinnt. Ja. Gott, der Kante reißt es. Ja, man kann das hier wissen. Oh, ich versag auf dem Google. Oh, ich bin da wirklich mal weiter oben. Ja, das gibt's aber gar nicht. Oh, ja. 11.000 EP. Die 90er ist das. Ja, die 8er Gun ist das. 90 mm. Und die gibt es auch auf dem M4 45. Ja, und das ist dann auch nachher die für den 50-100. Ja, aber die kleine Knifte dann. Hm? Und Magazin. Das ist ja lustig. Genau, und das ist die mittlere Knifte von der AMX 5100. Magazin. Auch in der AL drin. Hm? Das ist ja krass, Mann. Lustig. So, das war ein bisschen Kunderei. So. mal eine andere Frage, ne? Hat die AL jetzt ein. Was hat die A? Ladeschützen dazu bekommen? Weiß ich nicht. Ne, die hat einen Ladeschützen. Wer ja, denn? Ja, alles gut. Ein Dude. Der Ladeschütze ist irgendwo. Ach, der ist genau. Der ist auf meiner FC drauf gewesen. Wäre das so eine YouTube-Diskussionsfolge? Cool. Nein, Sascha, ist es nicht. Doch, ist es wohl. Nein, ist es nicht. Ah. Wenn ich meinen Panzer anmale, dann male ich ihn pink. Ja. Nicht quatschen, Panzer pink auswählen. Achso, das ist wieder einfach der Achterkrachte. Mein Panzer ist pink. Naja. Ja. Ist er? Das gucke ich mir gleich mal an. Ich weiß gar nicht, wie pink im Panzer wahrscheinlich rumfahren würde, würdest du freie Farbe wählen dürfen. Ja, pink im Panzer. Aber nur wenn die 100% Tarnwert hat. Ja. Er 100% Lachwert, ja. Lach- und Sachgeschichten. Oh, die haben Dreierpanzer hier mit drin. Was? Aha. Die verrückte Banane hat einen großen Van dabei. So, Town over. Ja, ja, ne? Wir über das Feld rüber rocken und dann. Pascha, was ist das dazu? Ich folge euch. Und jetzt? Was denn? Mir, ja, das rumpelt hier schon so. Ja, die sind hier über die. Ach, über einige von diesen Benzinwaggons gefahren, deswegen Puff, Peng und La und ah. Und so. So. So meinst du das? Mhm. Krasser Typ. Nicht wahr? Was der Helge alles kann, ne? Aber schön hier mal wieder, Zwischenhäuserkampf oder?
No, bin. Was? Bin gespottet worden. Ich nicht, bin mal mutig. Das gut geht. Sascha mich eben von hinten bedrängt, oder? Mhm. Ich hab schon gedacht, was der Held ist denn da los? Das war schon mal gar nicht so schlecht. Dürfte nur rechts durch sein. Ja. Da hat er mir jetzt aber die Ketten abgehauen. Mann, Mann, Mann. Er lebt ja immer noch. Piff, paff, diggity tack. Mein Haare. Oder klaut ihm mir einen? Ja, hat mir einer geklaut. Geklaut vor allen Dingen. Ich wusste, dass du drauf anspringst. Nein, das wusstest, ne? Captain oder? Ach ne, da sind ja noch 2, 4, 7, 12, 23,5. Alleine Cap Quick. F6 hier, negativ. Ja, gespottet? Arti? Der Indian. Keine Ahnung. Wann werde ich denn jetzt gespottet? Der Indian dürfte da noch sein. Was denn? Er nimmt mir genau vor die Kiste. Ja, wo geht der Schuss denn hin? Hauptsache mit 2 überlebt. Wer denn gekappt? Was soll denn der Scheiß? Oh, bestimmt Sascha. Sascha kennt immer. Ihr seid so gemein. Sascha kennt immer. Entschuldige Sascha. Dafür darfst du dir jetzt auch einen neuen Panzer aussuchen und uns richtig ärgern. Ah, okay. Oh, oh, das hätte ich wahrscheinlich immer nicht sagen sollen. Ach, gucken, was kommt. Hui, ein Fünfer. Arti. Guck mal, oh, da schwitzt der richtig. Ja, da kommen wir jetzt richtig ins Schwitzen, total. Oh, die mächtigen Chinu. Ja, das erste Fünfer, den ich noch hab. Mit meinen Fünfer kommen wir in mehr Gefechte, glaube ich. Deswegen nehme ich einen Vierer mit. Jetzt liegt das alles nur an Helge. Dass wir hier jetzt in Sechsergefechte kommen. Haben wir verstanden. Weiß ich. Was? Was? KV1S, Mann. Oh, da wäre eine Erinnerung. Oh, Mann. Ja, aber nicht die KV1S. Nee, nee. Was soll? Ist ja nicht mehr die KV1S, die es mal war. No. Extra KV1S war geil. Town fahren oder was, Digga? Oder wollen wir wieder? Jo. Wir fahren Town. Ach, ein Cowboy-Sniper.
Ist das jetzt Sniper mit dem Lasso oder ein Sniper? Cowboy? Naja, kann auch mit dem Gewehr, ne? Ein Gewehr, Cowboy Sniper, ne? Hey, yeah. Schieß dir die Ketten weg. Ja, gleich hoch abgerutscht. Oh. Ich glaube, das ist keine 100% Crew. Blown up, man. Blown up. Das ist keine 100% Crew? Noob, man. Ah, Noob, du. Die haben aber hier. Ne, ist doch nicht so. Aber 55% ist schon gar nicht so schlecht, ne? Crusader. Ah, oh, gucken wir mal. 40% schon. Aber wenn er ganz platt ist. Ja, genau. Also auf, wir machen einen Doppelblätter hier. Doppelwopper. Okay. Wupp. Lass auch mal rüber. Was? Schon down? Oh. The Scout ist gerade gedownt. Gedownt. Ich will nicht als erstes hier vorne stehen. Nein, ich will nicht als erstes hier vorne stehen. Ah, ich hab ab. Nein, ich hab ab. Hey, du Noob, Mann. Ja, da ist ja nix. Also, ich würde ja noch stören. Hab es gefunden. Schön. Ich hab einen Kill. Bin fein raus. Jetzt will er es wissen, wa? Ich hab auch eins. Ja. Bums. Warte, vielleicht kann ich Revanche machen? Nee, kann ich nicht. Perfekt. Sascha? Ja, was, das sind Eli? Zwei Stucks, das ist viel geiler, guck sie die Stucks an. Drück nochmal F7 bitte. Danke. Vielleicht hören sie das hier. Eigentlich hätte jetzt die Atem von hinten einschlagen müssen. Ja, die war beschäftigt. Ey? Ja. Ein Noob-Adi, ey, nur 3 Kills. Ja, ich weiß, ich bin schlecht. Ich hab leider ein. Ja. Ich habe nur einen 4er Panzer gehabt und gegen 5er Panzer ist es immer ein bisschen so schwierig, vor allem wenn die diese 3 Streifen Gerätschaften haben, diese Heavy Kram und so. Ach so, der Heavy Kram. Mhm. Oh ja, die Stux stehen sehr gut. Stux, ey, die Stux, die kann man schon fast reporten, weil ey, die standen da die ganze Zeit zu zweit neben. Da ist was. Und als da der Panzer 4 kam, ich glaube, das haben die immer noch. Ich glaube, die Stuck guckt immer noch woanders hin, oder? Die Stuck guckt immer noch aufs Feld, ja. Oh. Ganz unauffällig. Da kriecht sich unser Sascha jetzt. Ja, ich bin ganz schnell rückwärts fahren. Ja, Sand. Hey, was machst du da? Was? Was machst du da? Wieso ich? Ja, Chips essen. Ja, wahrscheinlich. Nee. Gar nichts mache ich. Oh, da hast du schon.
Oh, schade, Mann. Kurz mal aus der Hüfte geschossen. Das ist Matilda an die abgezogen. Boah, wie schnell der schießt. Ach, da hat die kleine Kniff die drauf. Der Kampf 1. Ja. Kampf 1 ist immer noch böses Gerät, ey. Ja, mehr konnte ich nicht rausholen. Nö, nee, ich auch nicht. Kampf 1 hat 6 Kills, ey. 7. Ah, hat er dabei mal sein Pro-Game gemacht. So, wir sind bei der 20-Minuten-Schallgrenze angekommen. Damit beenden wir jetzt auch die Aufnahme und auch die Aufnahmesession für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Und wenn ihr noch kein Abo habt, nehmt eins mit und schaltet zur nächsten Folge wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss.